Eschke vom Jung Bierland. So, Sebastian, dein Mikro. Ja, moin zusammen. Schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Mir als Koch und als Slowfood-Aktivist ist es wichtig, für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der die Menschen gesunde und nachhaltige Lebensmittel zur Verfügung stehen und in der diese auch produziert werden, mit Rücksicht auf Umwelt, Tier und Menschenwohl. Mir ist es weiterhin wichtig, für eine Beziehung zu kämpfen zwischen Konsument und Produzent. Wie kann es denn sein, dass wir unsere Ernährung, das Grundlegendste, aus der Hand geben und anonyme Großkonzerne dieses Feld überlassen? Es kann nicht sein. Lasst uns die Leute kennenlernen, die unsere Nahrungsmittel anbauen. Lasst uns für sie kämpfen. Lasst uns ihnen den Respekt entgegenbringen, den sie brauchen. Lasst uns sie unterstützen. Und lasst uns gegen Großkonzerne kämpfen. Ich möchte, dass wir die Hände derjenigen schütteln, die unsere Nahrungsmittel anbauen. Und ich möchte, dass wir nicht die Hände schütteln, sondern höchstens den Mittelfinger denjenigen zeigen, die dagegen kämpfen. Christian, ich bohr 4 Jahre lang in der Nase Schmidt. Der Glyphosat-Minister reiht sich ein in eine traurige Tradition von fehlbesetzten Landwirtschaftsministern. Wie kann es sein, dass ein so wichtiges Amt immer nur von Laien dekoriert wird? Als würden wir auf einem Langstreckenflug entscheiden, welcher der anwesenden Passagiere die Landung machen würde. Und lasst mich das ganz klar ausdrücken. Wir stehen hier kurz vor einer Bruchlandung. Und das könnt ihr nicht weiter hinnehmen, diese Zustände. Der nächste Landwirtschaftsminister muss jemand mit Expertise sein. Er muss vom Fach sein und er muss sich für eine ökologische Landwirtschaft einsetzen. In diesem Sinne, fuck Agrarindustrie, fuck Christian Schmidt und fuck Konzernriesen. Vielen Dank.